Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Community Commentary WoW Dragonflight M Plus Keys. Absolute Ehre, nicht nur an alle, die in dieser Season was eingesendet haben. Es waren wieder so viele Replays. Holy shit, es gab Wochen, da sind Leute so aktiv gerannt, muss man sich mal vorstellen. Da habe ich es nicht mal geschafft, allen rechtzeitig zu antworten, weil einfach so viel Input kam. Also das ist absolut insane. Darum erstmal großes Shoutout an jeden, der dabei hilft, dieses kleine Projekt hier zu ein bisschen Variabilität zu verhelfen. Ja, Hilfe zu Hilfe und so. Dankeschön. Außerdem cool zu beobachten, wie viele, die gerade auch regelmäßig einsenden, so einen ganz eigenen Flow haben. Ja, da fangen die Replays gefühlt immer im gleichen Moment an. Es ist dann wie so ein Mantra, kurz nochmal Skillung und Equip einblenden oder so. Und dann geht das richtig rein. Also, das hat auch über die letzten Jahre einfach Spaß gemacht zu beobachten. Und ja, ist einfach geil für mich zu sehen. Na, vielleicht achtet ihr dann gar nicht so sehr darauf oder je nachdem, wie ich das Video schneide, kann es möglicherweise auch gar nicht auffallen. Aber ich sehe das alles und ich finde es cool. Cool ist auch, dass wir im Floor sind mit einem Schattenpriester. Ja, auch die Kollegen gibt es noch, ein dicker 20er Key, ordentliche Big Pulls am Anfang. Ich liebe am Shadow, das sehen wir gerade hier. Jetzt ist es aber auch schon vorbei, ist immer so eine Momentaufnahme, wenn diese schattenhaften Geister kommen. Ja, da musst du deine Ziele erstmal schön zudotten. Ja, da haben die Shadows in der Regel, da blinkt es gerade. Jetzt ist es wieder lila geworden bei den Hauptfähigkeiten dort in der Mitte. Dieses Schattengeschoss, das pfefferst du rein. Das macht ordentlich Schaden. Und das dottet einfach alles zu. Also noch geiler geht's gar nicht. Dann hast du als Shadow ja mittlerweile beim AOE die Möglichkeit, dass wenn deine Dots ticken, du im Single-Target einen Gedankenschlag raushaust und der sich schadenstechnisch quasi verbreitet auf alles, was entsprechend zugedottet ist. Also auch eine sehr, sehr coole Option. Und wir haben außerdem die Möglichkeit, sowas zu entfesseln, ja, wie irgendwelche Strahlenkränze, kennt man auch vom Holy, ja, oder diese Sterne, die man schmeißt und. Also es gibt da ein paar Optionen, aber overall finde ich, funktioniert der Flächenschaden beim Schattenpriester ein bisschen anders. Ich finde, da läuft viel mehr über die Dots als bei anderen. Bei der Eule kannst du auch sagen, gut, man sollte schon zusehen, dass man natürlich überall so ein bisschen was drauf bekommt. Hier mal ein Sonnenfeuer, da mal ein Mondfeuer, hier mal irgendeine lunare Verschmelzung oder was auch immer. Und dann haust du deinen Sternregen hinterher. Aber hier ist es irgendwie ein bisschen mehr Vorbereitung, die sich aber doch auch ganz geil anfühlt. Ja, wir sehen jetzt da auch diesen Effekt. Der ist so ähnlich wie die widerhallende Leere, wenn ihr euch an BFA erinnert. Ja, da können die Gegner dann anfangen so zu pulsieren in so kleineren leeren Wolken, die sie da ausstoßen. Also Shadow macht eine Menge anders als, was weiß ich, ein Vari, der reingeht, Donnerknall zieht, Verwunden verbreitet, dann Schmettern rein und Wirbeln oder so in variabler Reihenfolge. Ja, bei meinem Vari, wann habe ich den zuletzt gespielt? Beim Liebesevent in Burg Schattenfang. Da konnte ich einfach auf die Tastatur hauen, egal in welcher Reihenfolge, die Bosse sind eh umgefallen. Aber Shadow, ja, der hat ein bisschen mehr Feinheiten, möchte ich meinen. Und wenn du dann ordentlich reinzimmerst mit deiner verschlingenden Seuche, für die du ja erstmal ein bisschen Ressource aufbauen musst oder im Gedankenschlag, dann kommt es ja auch noch, dass deine schattenhaften Abbilder ausgestoßen werden und auch alles aus übelste Besearchen, was im Vorfeld zugedottet wurde. Also das kann tatsächlich eine Menge Fun bringen, gerade jetzt haben wir aber ein Problem, denn das schattenhafte Geschoss war noch nicht ready und man muss natürlich erstmal warten, bis auch alle richtig zusammenstehen. Da braucht man ein bisschen Geduld, da können andere schon Multishotten und göttlichen Sturm reinzimmern oder was auch immer. Und der Shadow muss aber auf den einen Moment warten, wo sich das Schattengeschoss richtig lohnt. Und dann sehen wir, hier stößt man wieder Abbilder an Abbilder aus, und um bloß keine Zeit zu verlieren, diese Blümchen rein in den Boss. Ja, die vorherigen Mobs, die willst du da nicht unbedingt mit drin haben. Die musst du wieder unterbrechen, weil die sich heilen. Die hauen dann diese Stunts raus, wo du auch im Vorfeld kicken oder dann irgendwie dispellen musst und so. Oh, unser Priester muss jetzt aber auch aufpassen. Gerade hier die platzenden Stacks mit dazu. Gefährliche Sache, tyrannisch. Na klar, Bosse haben mehr Leben, machen mehr Schaden. Wir haben dann dieses Festwurzeln, da haben wir gerade gesehen, regelmäßig kommt da diese Ranke. Von der sollte man schnell wegrennen, und wir haben platzend, wenn Trash-Gegner sterben, gibt es einen gruppenweiten Debuff. Eine weitere Mechanik, die ich beim Shadow sehr liebe, ist nicht die Seele der Macht, sondern ist eben die alte Paktfähigkeit. Ja, diese Gedankenspiele, die ehemals bei den Ventür in den Schattenlanden zu holen waren, die haust du einfach drauf, das macht ordentlich Schaden, und dann wird ein Teil des Schadens vom Gegner ja umgeleitet, und das war damals schon ganz geil, funktionierte, meine ich, auch mit der Heilung, ja, und damit konntest du wirklich, naja, mit den Gedanken der Gegner spielen, also im PvE ziemlich stark gewesen, aber im PvE
PvP natürlich auch ultimativ auf den Sack gegangen. Wenn du das richtig getimed hast, dann konntest du den Gegnern da wirklich ein paar schlimme Gedanken zaubern. Wir sehen gerade, warum die Gruppe versucht hat, diese Ranken vom Boss wiederum, die hier so trocken rumpulsieren, ja, mit ihren drei Rankenadern, die da aus dem Boden wachsen, warum sie versucht haben, das so kreisförmig um den Boss abzulegen, denn wenn diese Aquäosphären, ja, deutsche Sprache, let's go, wenn diese Sphären so eine Wurzel berühren, dann werden sie von denen absorbiert und beschwören ein Ätz. Klingt natürlich erstmal nicht so geil, bedeutet aber auch, dass es länger dauert, bis der Boss wieder aufgeladen ist. Und während der Boss nicht aufgeladen ist, erleidet er viel mehr Schaden. Also gehst du hier in der Regel das Risiko ein, versuchst diese Wurzeln so zu legen, dass diese Wasserpfützen, hätte ich fast gesagt, diese Wasserbällchen sind es ja erstmal, nicht den Boss erreichen, sondern die Ätz erwecken. Da hast du zwar mehr Ätz, aber auch einen Boss, der viel mehr Schaden erleidet, und das ist im Grunde das, was man hier haben möchte. Deswegen versuchen auch alle so zu stehen, dass sie dicht an dicht den Bums immer weiter richtig ablegen. Ja, jetzt ist wieder Wechselphase, der Boss ist wieder ausgetrocknet, wir sehen von hinten kommen die Tröpfchen langsam angeflogen, und ansonsten versucht man jetzt einfach so schnell es geht auf den Boss zu hämmern. Eine weitere Mechanik neben dieser in meinen Augen Flächenschaden-Besonderheit beim Shadow, die ich außerdem auch sehr liebe, ist dieses verstärkte Gedankenschinden. Ultra nice, da wieder Schattengeschoss, richtig schön gewartet, alles vollgedottet und jetzt hier wieder Geister, Junge, böse Geister von überall, nice one. Und das ist dieses verstärkte Gedankenschinden, wenn du, meine ich, deine verschlingende Seuche beispielsweise draufhaust. Ja, so erstmal dottest, bisschen Gedankenschlag und so weiter, dann baust du ja Ressource auf. Ich meine, die hieß Wahnsinn, möglicherweise heißt die immer noch so, vielleicht ist er auch in Wolfgang Petri umbenannt worden, man weiß es nicht beim Shadow, da ist ja auch hier und da ein bisschen was in Bewegung. Und dann aktivierst du nach einer Weile damit diese verschlingende Seuche, die macht einfach fett Schaden und kann deinen Gedankenschinden pocken lassen, damit das einfach auch nochmal stärker ist und noch geiler aussieht. Ja, muss man mal drauf achten. Auch hier im AOE, denke ich mal, wird das durchaus zum Einsatz kommen können. Zumindest wenn nichts anderes prockt oder ready ist, dann ist Gedankenschinden immer eine nette Sache. Da ist es jetzt geprockt. Gedankenschläge sind aber noch ready. Und jetzt, da sehen wir es gerade. Yo, mit den Geistern dazu, dieser fette leeren Laser. Also klar, das gefällt mir, weil ich leeren Fan bin. Von den alten Göttern, von dem Geflüster. Ja, in jeder zweiten Podcast-Folge reden wir irgendwie über das Flüstern von Elginors oder Xalatas. Aber ich muss auch sagen, als ich damals meinen allerersten Priester gelevelt habe, eine Priesterin namens Egwin mit Sonderzeichen, ja, war eine Menschenfrau und ist ungefähr bis Westfall gekommen, dann hatte ich auch schon keinen Bock mehr. Aber was ich weiß ist, ich habe durchgezogen, bis ich Gedankenschinden hatte, und das war so cool, damit dann zu leveln. Ja, nicht mehr nur heilige Pein und so ein Bums, sondern Gedankenschinden, was auch den Gegnern ein bisschen verlangsamt, da einfach so ein lila leeren Laser aus deiner Hand, den du feuerst, damals natürlich auch noch nicht mit der Optik oder Ästhetik oder Verstärkung, wie wir es hier haben. Dafür muss man jetzt hier allerdings trotz schöner Optik aufpassen, wenn diese Berserker dich anspringen und wirbeln, das macht so massiven Schaden. Also gerade wenn du hier drin bist in verstärkten Wochen, wenn der Trash entsprechend hochgebufft ist, Junge, da wirbeln die dich aber so schnell aus dem Leben, da kommt der Sprung, dann kommt eigentlich direkt der Wirbel, also da ist es auch schwer gezielt auszuweichen, dann musst du hoffen, dass der Mob am besten im Sprung von irgendeinem DK-Grab erfasst wird oder vom bindenden Schuss vom Hunter direkt gestunt wird oder so. Da habt ihr den Move gesehen, Junge. Der hat neben sich eine Eiskältefalle gelegt, damit, wenn er angesprungen wird, die zumindest direkt diesen Angriff abbricht und der Mob wieder zurückläuft. Also das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. Damn, Boy, während wir es gerade erklären. Geil. Verdammtes Bilderbuch. Lieber Hunter, absolutes Shoutout. Ja, weil wir sehen, unser Priester, also auch ohne verstärkten Affix, das gibt ordentlich in die Fresse. Ja, dann haben wir noch ein paar mögliche Verstärkungen, ja, diese leeren Eruptionen, die wir ab und zu mal sehen, die dann auch ein bisschen AOE-Schaden verursacht. Wir haben bis gerade gesehen diese Tentakel, die um unseren Priester winden und sich ranken. Ja, dann gibt es noch das leeren Geschoss, das man nach vorne feuern kann, was dann, glaube ich, auch die Dots erneuert. Muss man sich da nicht so drum kümmern, ein bisschen direkteren Schaden macht, ist wie so eine aufgestiegene Schattengestalt, die wir da aktivieren. Ja, Schattengestalt und leeren Form, das ist auch noch mit drin. Und wir sehen regelmäßig dieses Schattenvorto, das natürlich auch mit einer fetten Animation reinknallt. Schöner Master-Spell ist auch dabei, unser Priester. Der versucht hier Verbündete wie Gegner gleichermaßen zu umsorgen. Großartig. Ja, und Schattenwort Tod, natürlich der Execute des Priesters. Auch eine interessante Mechanik. Wenn du das zu früh benutzt, dann kriegst du selber einen Teil des Schadens in die Schnauze. Damit will also wohl skaliert und richtig umgegangen werden.
Manchmal lohnt sich das, manchmal nicht. Auf jeden Fall über den T-Set-Bonus, bilde ich mir ein, ist es in dieser Season so, dass du Schattenwort Tod noch ein paar weitere Male ticken lässt, wenn du das raushaust. Und das sieht nicht nur geil aus, weil der Gegner dann dreimal von so einer leeren Eruption erfasst wird, ja, sondern das macht natürlich auch geilen Schaden. Imagine, nächster Variset-Bonus, Hinrichten, kommt einfach dreimal zum Einsatz, wenn du es einmal benutzt. Dann war aktuell ja eine schön verbundene Proc-Chance, dass wenn dein Hinrichten proc't und du es benutzen kannst, du dann im Anschluss noch so eine Art Mini-Donnerknall raushaust. Ja, auch das kann natürlich sehr belohnend sein. Der Proc generell einer, ich meine, dann ist es auch kostenlos, nicht wahr? Den du gerne siehst, ein kleiner Execute auf Nacken, wieso denn nicht? Und dann noch so ein Stampfen auf dem Boden, das nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. Und das liebe ich auch und deswegen bin ich ja auch sehr gespannt auf die Hero Talents, wie sie dann am Ende so werden sollen. Da ist ja jetzt auch nach den letzten Veröffentlichungen seitens Blizzard noch eine Menge Basteln versprochen worden, eine Menge Justierung, was gerade so supportive Aspekte angeht. Ja, und viele Stimmen wurden auf Twitter schon wieder laut. Dran denken, viele Stimmen auf Twitter bedeutet nicht direkt, dass das die Mehrheit ist, die da meckert, sondern erstmal, dass ein paar Leute sehr laut sind und deswegen so klingen, als wären sie die Masse. Aber so war es und viele haben dann gesagt, ey, gebt uns doch einfach nur optische Effekte. Ja, bastelt da doch nicht schon wieder rum an irgendwelchen Sachen, die dann ständig wieder skaliert werden, geändert werden müssen, hier und da nicht passen und holy shit, sondern gebt uns Optics. Ja, gebt uns so Klassenskins, wo du als Hunter eine geile Questreihe bekommst und dann hast du Dark Ranger Skins für deine Fähigkeiten. Ja, alle Schüsse sind dann ein bisschen dunkler oder so. Oder als Priester kannst du ein Drachenpriester sein, dass deine Heileffekte dann so mit Feuer einhergehen. Oder als Schamane kannst du ein Tinker werden. Ja, lernst du avatarmäßig Metallbändigen und deine Totems sind dann irgendwelche Geschütztürme oder so. Solche Ideen gibt's da dann auch immer wieder, aber ich denke, Blizzard wird an dieser Hero-Talent-Idee festhalten und ich denke nicht, dass es so schlimm und zum Verzweifeln wird, wie das zumindest bei einigen auch mit den Pakten in Shadowlands war. Wir hoffen mal, dass wir aus allem in der Vergangenheit auch entsprechend gelernt haben. Boah, wie unser Priester, guck mal, was der rausrotzt hier gerade mit dem Multidotting, mit der Verbindung, die Ziele da dann eingehen, wenn überall die Dots ticken, noch ein Schattengeschoss mit rein hier auf die beiden. Geil, schaut mal, wie das da links tickt, ne? Der hat den gar nicht anvisiert und drüben wird komplett wegen den Dots der Schaden da drüber gezogen. Das ist so geil. Schön natürlich ein bisschen ausweichen, sehr ungünstige Überlagerung jetzt mit dieser räudigen Ranke, aber immerhin gleich die Void und den Affix da spielen können gleichermaßen. Und der Tank versucht den Boss auch entsprechend zu bewegen, damit hier natürlich auch unsere Nahkämpfer, wenn wir denn welche hätten, so ein bisschen Platz genießen dürfen. Unser Pelli steht da auch so ein Stück weit zwischen den Stühlen, also Positioning der Gruppe schön weit auseinander, damit sie sich auch nicht direkt mit diesem Blubber-Voids hier komplett zuscheißen. Das ist, denke ich, auch eine richtige und wichtige Entscheidung. Unser Priester mittlerweile so mit der Lehre verbunden, dass er noch ein paar Old God-Ads dazu ruft. Junge, die machen auch nochmal Schaden, also Schadensmeter. Sieht der einfach nur fantastisch aus, ey, die ganzen Zahlen, die hier aufploppen, selbst wenn er mal moven muss, dann hat er noch irgendeinen spontanen Proc vom Gedankenschlag oder dieser Dreifachschmetterer vom Schattenwort Tod oder die Dots ticken oder, Junge, das war ja ein absoluter Hochgenuss, das war ja gerade die Inkarnation von allem, was wir auf dem Weg bis hierhin besprochen haben, egal ob AOE, Splitting oder Single Target Burst, Junge, das ist einfach gerade wunderschön zusammengeflossen. Ja, und jetzt müssen wir eigentlich nur den Onkel da drüben noch runterbringen, warum der Tank da eventuell gemoved hat, vielleicht auch um das Unterbrechen zu gewährleisten. Ja, das ist ja auch so ein blauer Botani, nennen die sich ja. Und das bedeutet, der wird wieder versuchen zu heilen. Und wenn du da keinen abstellst, um den zu unterbrechen, naja, dann könnte das echt scheiße laufen, ne? Und wenn du keinen hast, um den zu unterbrechen, dann musst du ihn vielleicht sogar zuerst töten. Das will eigentlich keiner. Darum lieber gucken, dass man da ein bisschen moved. Vielleicht mit wortloser Kommunikation, jeder über eine Weak Aura, irgendeine Kickanzeige, ja, und dann gemeinsam den Onkel unter Kontrolle bringen. Wir hatten das letztens auch, da waren wir mit einem guten alten Wiedereinsteiger unterwegs und der hatte jetzt ein bisschen Pause, ballert jetzt aber wieder Kies, ne, hat wieder Bock bekommen, wie es so ist mit WoW und den haben wir dann auch links abgestellt und er sollte nur diese eine Heilung kicken. Und als dann die erste Heilung kam, hat er gesagt, kann ich habe das Falsche gekickt. Ja, da muss man natürlich wach sein, das passiert den Besten. Er war jetzt Wiedereinsteiger, zusätzlich ein bisschen verwirrt, ne, was dann für viele, die diese Season in- und auswendig kennen, irgendwie Muskelgedächtnis ist, wo man gar nicht mehr drüber nachdenkt. Das müssen die Wiedereinsteiger und Neuanfänger sich jetzt trotzdem erstmal antrainieren, erstmal aneignen, ja. Und dann musst du natürlich bereit sein, da einzuspringen, wenn die Ansage rechtzeitig kommt. Das sollte man natürlich auch nicht vergessen.
Aber overall hat unsere Gruppe da keine größeren Probleme. Die haben alle Bock, die machen alle soliden Schaden. Frostmage auch sehr angenehm natürlich mit dabei. Kann mit dem Blinzeln und dem Eisblock sich schnell aus unangenehmen Situationen befreien. Kann ja ordentlich reinslowen, auch wenn der Tank mal weghüpfen sollte. Ja, und vor allem brauchen wir aber Kicks. Ne? Da wäre vielleicht eine Melee-reiche Gruppe jetzt doch eine schönere Sache. Aber auch der Demon Hunter mit seinem Flächenschweigensiegel und mit seinen Zeichen der Kette und was er nicht alles hat, ist ja auch wie so ein Mars-Grab, kann dann auch nochmal Zauber unterbrechen. Wenn du Gegner umpositionierst, wie mit so einem Todesgriff, ne, dann haben die ja auch nicht mehr besonders viel zu melden. Was kann ich noch zum Priester sagen? Shadow, ja, hat sich über die Jahre sehr verändert. Ich habe immer gern Shadow gespielt, habe eine Zeit lang sehr gern auch den Diszi gespielt im PvP. Da sprechen wir aber von MOP, WOD, so diese Seite der Medaille. Ja, ansonsten bin ich ja nicht gerade der begnadetste Heiler, aber hatte immer auch Spaß mit den verschiedensten Priester-Specs, muss ich sagen. Also Holy ist meine sichere Bank, wenn ich doch mal heilen muss. Ne, schön starke, direkte Heilungen, ein bisschen was, was rumspringt, die Gebete, die Erneuerung und so. Und dann einfach sowas wie eine Gotteshymne, ja, sowas wie ein Segenswort, Segnung oder wie es heißt, wenn du so einen schönen AOE noch rauszimmerst, ja, wenn die Leute günstig stehen. Also da hatte ich schon immer Freude mit. Der DC, wenn ich es mal ein bisschen herausfordernder wollte, oder der eben so geil skalierte in diesem besagten PvP-Eran. Eran, Junge, Ehre. Eran und Ehre, jawohl, die neuen Ernie und Bert. Und da hatte ich dann irgendwie einfach Schilde gehauen. Ja, Schilde, die mich heilen, Schilde, die nicht kaputt gehen, Schilde, die schneller vom Cooldown runter sind, wenn sie doch zerschlagen werden, Schilde, die Mana wiederherstellen, Schilde, die Schaden zurückwerfen, Schilde, Schilde und keiner hat mich tot bekommen. Ja, das war auch eine schöne Zeit, du hast wirklich nur das Schild gehauen, nicht mal eine Sühne oder so, da bestand ja die Chance, dass du unterbrochen wirst. Nö, Schild für dich, Schild für mich. Das war genau die Diszi-Ära, auf die ich Bock hatte. Ja, und dann irgendwann war es eigentlich überwiegend der Shadow. Mit dem kam ich immer brauchbar klar, auch WoW kam ja eine Zeit lang mehr als brauchbar mit ihm klar, wenn ihr euch erinnert, das war glaube ich so Anfang, Mitte Dragonflight, ist es so lang auch schon wieder her, damn boy, wo wir in Zeitwanderung den Shadow überhaupt nicht skaliert hatten, beziehungsweise ein Talent nicht, denn ihr könnt skillen, dass eure Fähigkeiten so ein Tentakel beschwören, das dann neben euch aus dem Boden wächst, das kann gleichzeitig bis zu dreimal passieren, ploppt dann so auf, wie dieser Diener hier gerade, und dieses Tentakel, das sorgt dann dafür, dass es Gedanken schinden auf eure Ziele kanalisiert. Und das hatte dann aber den Effekt, was ist hier passiert? Junge, wegen Tod oder, ja, oh nein, der Heiler ist umgefallen. Ich dachte gerade, was machen sie für eine Taktik? Sie mussten den Boss resetten. Ah, no, sad life. Aber zumindest schnell reagiert, nur noch 5% Trash, die sie brauchen. Nichts passiert, Kampfrausch wurde eh nicht geburnt, alles gut. Arsch zusammenkneifen und gleich nochmal rein. Da kommt jetzt auch der Retz. 6 Tode auf der Uhr, alles okay, die haben noch 14 Minuten, also wir sehen auch, da ist Ruhe im Chat, da ist bestimmt auch Ruhe im Voice und darum gleich wieder rein hier, genau, Runde Nummer 2, wir sind dabei. Und dieses Tentakel, das procken konnte bis zu dreimal gleichzeitig, das war einfach nicht skaliert in Zeitwanderung. Das heißt, wir waren Ulduar Zeitwanderung und klar, Flammleviathan, den ersten Boss, den musst du mit Fahrzeugen spielen. Aber dann bist du ja bei normalen Bosskämpfen, sag ich mal. Ja, hin und wieder so ein Stück weit unterbrochen, wenn ich an Mimiron denke, wenn der da seine Fahrzeuge wechselt und so. Bei Yogg-Saron, wenn der sich abschirmt, seine Tentakel ruft und man dann in die Portale muss und so weiter. Ja, da ist es manchmal mal mehr, mal weniger geil, wenn irgendwo ein Tentakel spawnt und dann sind da 3 Ads, die in 2 Sekunden tot sind und du musst weiterrennen. Aber overall konntest du stehen bleiben, hast nur versucht, dieses Tentakel procken zu lassen und das hat dann einfach Bosse binnen Sekunden weggeschmolzen. Ja, wenn da 3 Tentakel geprockt sind bei irgendeinem Priester, den wir mit hatten, dann haben diese Tentakel so 90% seines Gesamtschadens gemacht. Und der Priester über diese Tentakel 90% des Gruppenschadens. Bei 30er-Gruppen, muss man sich mal vorstellen. Da gab es natürlich Ausnahmen, wenn du entsprechende Edeltwings dabei hattest, ne, die dann durch alle Erweiterungen hinweg mit perfekten Items irgendwie ausgestattet werden, irgendwelche alten hergestellten Legendaries aus WoD anlegen mit 3 Sockelplätzen und das dann in Time Warp kombinieren mit irgendeinem Schmuckstück aus der Eiskronen-Zitadelle und einem aus der Schlacht um Orgrimmar aus MOP, ja, und da kannst du dich ja total austoben und kommst dann irgendwie auf Stat-Kombination und Procs, dass du Dungeons wie Raids gefühlt solo machen kannst.
Ja, auch die Kollegen mussten dann schwitzen, wenn die Tentakel procken. Besonders krank war es aber, wenn einer dieser Kollegen dann Schattenpriester war. Junge, noch ein paar Arzneriteile mit reingemixt und so weiter, die am besten noch beschworene Kreaturen verstärken oder Gedanken schinden oder wie auch immer. Boy, das war eine wirklich ultra krasse Zeit. Das war einfach anders, ja. Ich finde gar keine Begriffe, weil ich auch keinen Vergleich habe für so ehrenlos krankes Scaling. Und vielleicht habt ihr ja selber auch ein Holy mal gelevelt in letzter Zeit oder bei meinen Mad Moments hier auf YouTube, meinen Best-ofs reingeschaut. Da waren wir ja auch mit der guten Jana leveln. Und Jana spielt nur Priester. Ihr glaubt, eine gute Dame hat 30 Chars, das sind alles Priester. Ja, das mag sie einfach. Sie heilt auch gern und darum sind das auch, meine ich, alles Holies. Ja. Und da hatten wir dann diesen Trade, dass du mit besonders mächtigen Segenswörtern einen Naru beschwören kannst. Und dieser Naru ist dann so ähnlich wie einige dieser Kreaturen, die wir jetzt beim Shadow beschrieben haben. Sprich, du hast einen Naru und wenn du Schaden machst, dann macht er auch Schaden. Und wenn du heilst, dann macht er auch Heilung. Und auch der war nicht skaliert. Und da brauchte man nicht mal eine Zeitwanderung für. Und unsere Gruppe braucht auch keine großen Prozente mehr. Das heißt, wir nehmen hier jetzt diese unglückseligen Assistenten mit, nehme ich an. Und dann passt das wieder. Retz rausgehauen, 9 Tode auf der Uhr. Ist auch ein wirklich ekelhafter Boss. Ja, darum keine Sorgen machen, gleich weiterlaufen. Und bloß nicht verzagen, sondern Assistenten fragen. Jawohl, und entdarmen und was nicht alles. Schön ausweiten da die Äumel und dann die letzten Prozente reinfahren. Kampfrausch ist dann wieder ready für den Endboss und dann sollte unsere Gruppe hier auch keine größeren Probleme bekommen. Und in einem 20er-Key 9 Tode kurz vorm Ende im immergrünen Flor. Also das ist immer noch eine sehr solide Nummer. Unser Shadow macht mega Schaden. Unser Hunter als BM natürlich absolute Wohltat. Unser Shadow ist gut dabei. Tank und Heal sowieso, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Dieser Naru skalierte auf jeden Fall auch nicht, ja, wir waren in Maraudon am Level und dieser Naru wurde beschworen bei einem Boss und der hat Schaden gemacht und hat den Boss gewone-shottet. Der hat einfach Bosse gewone-shottet, egal ob im Verlies, in Maraudon, in Düsterbruch oder wo auch immer. Jana hat versucht, den zu rufen und das kannst du relativ gezielt, wenn du dir diese mächtigen Segensworte eben nur deswegen aufhebst, ja, nicht um irgendwie einen Gegner zu stunnen, einen Zauber zu unterbrechen oder einen Verbündeten zu retten mit Segenswort Epiphanie oder wie der Bums heißt, sondern du knallst das einfach raus, um ihn garantiert zu triggern, dann hast du Schattenwortschmerz auf den Boss und der wird einfach von dem Naru gewone-shottet. Also irgendwie scheint Blizzard da so ein paar Skalierungsprobleme zu haben, was diese beschworenen Priesterviecher angeht, aber ich fand es eine Zeit lang ganz witzig. Dann sind wir irgendwann Uldua gelaufen mit einer 30er-Gruppe, war es meine ich, habe ich gesagt, ne? Und dann waren so 15 Schattenpriester einfach dabei und du musstest im Grunde nichts machen. Ja, die Tanks sind ran und haben da einmal gespottet und bevor der Spott ausgelaufen ist, war der Boss gefühlt am Ende, wenn die Tentakel denn gnädig geprockt sind, ne? Die konntest du nicht ganz so gezielt rufen wie die Naru, aber Priester, Junge, immer wieder eine Wohltat. Und so begleitet auch mich selber der Priester. Seit vielen Jahren, immer wieder, ja, ganz früher bei meinen ersten WoW-Schritten schon angefangen einzutwinken, den dann leider auch über die Jahre aus den Augen verloren, dann aber immer einen dabei gehabt, der sogar für unsere Community-Gildengründung verantwortlich ist. Ne? Das war damals meine Frosch-Francie, die ich ja gemeinsam mit Freunden mit den Namen Kröten, Kati und Lorchlaucher gelevelt habe. Da sind wir dann auch immer zu dritt ins PvP, 3 Goblins, ja, ganz grün gemockt, damit es von weitem so aussah, als wären wir nackig, Junge, und dann kommen 3 nackte Goblins auf dich zugesprungen mit Full-PvP-Gear. Wollen wir gar nicht wissen, wie viele Leute wir damals traumatisiert haben, inklusive uns selber, während unsere Gruppe hier sehr schön die Blümchen mitnimmt. Jawohl, guck mal, alle aufmerksam, auch der Pelli hier am Flitzen, Junge, damit die DDs schön durchbrettern können. Ausgezeichnet. Und jetzt ist ja auch eine gute Phase, wenn die Blümchen zertrampelt wurden, da weiß man, Benjamin kommt nicht mehr vorbei. Wir können auf den Boss durchseppen. Über 8 Minuten haben sie noch Zeit und deswegen nochmal schauen, dass man hier schön den Affixen entkommt, jawohl, und dass man dann die letzten Phasen Richtung Execute prügelt. Noch ein Add dazu, kein Problem. Da knallen wir wieder ein Schattengeschoss mit rüber, nehme ich mal stark an. Da kommt es schon geflogen und dann klieft man hier ganz nebenbei mit Gedankenschlägen, Seele der Macht, Leeren, Form und Co. Den Boss nochmal richtig schön kaputt. Aber ist ein gutes Kopf an Kopf.
Kopfrennen, auch im Schadensmeter. Was wird jetzt mehr brettern? Die tödlichen Schüsse, der Gletscherstachel mit der Hagel-Kombo oder doch unser Priest, der hier versucht beim Laufen doch immer noch mal ein bisschen was auf den Boss zu seppen, auch die Form so lange wie es geht aufrecht zu erhalten. Leeren Geschosse, Schattenmord, Tod, verschlingende Seuche, Schattengeschoss, Gedankenschläge. Junge, da geht gerade alles noch mal rein. Was unser Priester hat, da war wieder der Dreifachwirbel vom Schattenwort Tod und unseren Priester drumherum. Und somit sollte auch dieser Boss im Eimer sein. Und so wie der Priester mich seit langer Zeit begleitet hat, so begleitet er nun auch diese Gruppe hier in unserem Spielerbeobachtungsfall durch den Dungeon. Sehr schöne Runde gewesen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit zuzusehen. Netten Huf gibt's auch noch in die Tasche. Und ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschicken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Checkt den Priester mal aus. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschau!